Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Sind wir nicht auch oftmals so gesetzlich unterwegs? Das geht nicht. Guck mal, wie der aussieht und guck mal da. Die Liebe ist größer denn alle Gesetzmäßigkeit, die Liebe ist größer denn alle Sünde. In der Liebe Gottes, wenn wir zu ihm kommen, ist Vergebung. Wir haben alle so viele Gewohnheiten. Wir gehen gewöhnlich in den Gottesdienst. Im Gottesdienst sind wir gewohnt, bestimmte Abläufe, und wir haben auch schon unsere eigene Haltung zu den Abläufen. Entweder wir machen mit, wir machen nicht mit, wir denken an Gott oder wir denken an den Braten von heute Mittag oder was auch immer, ist immer dasselbe. Und wir haben auch Gewohnheiten in unserem Leben. Wir, also ich denke, jetzt geht euch genauso, Wecker klingelt, man steht auf, der eine oder andere bleibt noch 10 Minuten liegen, schläft dann wieder ein und steht dann hektisch auf und was auch immer, jeder hat seine Abläufe und das ist zum Teil auch gut, zum Teil auch schlecht. Gewohnheiten, was sind Gewohnheiten? Gewohnheit ist etwas, was man sich aneignet, wo Aufwand und Nutzen sich so richtig, wie soll ich sagen, die Waage halten. Also, dass man ja nicht zu viel tut und möglichst viel bekommt. Und da weiß man, also ohne Aufstehen komme ich nicht aus dem Haus, also mache ich das. Und so ist es auch in vielen, vielen Dingen unseres Lebens, dass wir Aufwand und Nutzen eigentlich vergleichen. Auch im Gottesdienst, ja, also wenn ich nur zuhöre, da bin ich gesegnet genug, das reicht mir. Oder du sagst, ich investiere heute in den Gottesdienst an meinem Platz in mein Leben mit Christus. Und das wird dann spannend und von dem möchte ich auch heute reden. Und ihr wisst, ihr kennt in der Bibel die Dinnerparty, wo Jesus eingeladen wurde zu dem Pharisäer, der gesagt hat, komm in mein Haus zum Dinner, zum Abendessen und wir haben eine gute Zeit miteinander. Und ihr wisst, die Pharisäer, die waren ja immer prüfend und prüfend. Und ja, die Pharisäer zur damaligen Zeit, es waren die religiösen Leiter, ja, in der Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war. Und die Pharisäer nahmen religiöse Regeln sehr, sehr streng. Und ich sage religiöse Regeln und nicht biblische Regeln. Und sie waren eigentlich da oder haben sich zumindest so gefühlt als Wächter dieser religiösen Regeln. Und in diese korrekte religiöse, wie soll ich sagen, in diesen korrekten religiösen Haushalt, da kam Jesus hinein, hat sich an den Tisch gesetzt und die haben miteinander geplaudert und auf einmal kam in den religiösen korrekten Haushalt eine Prostituierte und alles war kopfüber. Prostituierte zu einem gesetzlichen Haushalt, das ging gar nicht. Das ist ja Sünde. Ja, Sünde. Was ist Sünde? Ist nicht Lüge auch Sünde? Ist nicht Hass auch Sünde? Ist nicht Missgunst auch Sünde? Sünde ist Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Sünde ist Trennung von Gott. Ob ich jetzt Hass habe oder ob es eine Prostituierte ist, ist wirklich Trennung von Gott und diese Trennung darf ein jeder Mensch auf Erden selber aussuchen. Es zwingt dich niemand, nicht zu sündigen, aber wie gesagt, es bedeutet dann auch Trennung von Gott. Darum kam Jesus, um diese Trennung wieder aufzuheben für alle, die kommen und sagen, Herr, vergib mir, um das wieder aufzuheben. Es ist eine freiwillige Entscheidung zu sündigen, aber hier
war die Prostituierte wirklich das Sinnbild für Sünde. Und Sünde, ihr Lieben, über Sünde zu reden, ist heute sehr unpopulär, auch in einer Kirche mittlerweile. Doch wenn ich, oder ich möchte es mal anders anfangen, nur weil ich nicht von Hochspannung rede, ist Hochspannung trotzdem tödlich. Stimmt's? Nur wenn ich nicht davon rede, Hochspannung bleibt tödlich. Und so ist auch Sünde schlussendlich tödlich. Zurück in den korrekten religiösen Haushalt kam eine Prostituierte und sie hatte ein Parfümglas mit sich aus Alabaster. Ja, die kam in diesen Haushalt hinein mit ihrer Parfümflasche und der Inhalt wird heutzutage geschätzt mit einem Jahresgehalt. Also sie hat da so viel Energie und Schweiß rein investiert in so eine Flasche Inhalt. Also das war richtig wertvoll. Also nicht einfach irgendwas vom Supermarkt, eine Flasche und das tut's auch. Im Christentum sind manche unterwegs, ja, das sieht aus wie, das tut's auch. Das muss nicht das Teure sein. Nein, man muss wirklich abwägen, wo es wirklich Wertschätzung ist und wo es Verschwendung ist. Das möchte ich nicht alles über eine Kante ziehen. Ja, der Wert eines Jahresgehaltes war da drin. Sie kniete sich vor Jesus hin und sie weinte bitterlich wegen ihrer Sünden, dass Jesu Füße nass wurden. Und das war nicht ein Gejammer, ich habe auch schon Christen jammern und weinen, die gehört, die auf Befehl wieder aufhören konnten. Nein, das war keine Show, sondern sie weinte bitterlich und hat gesehen, dass die Füße von Jesus nass wurden und sie nahm ihre Haare und trocknete seine Füße. Das ging bei mir nicht, aber bei ihr ging das. Sie hatte bestimmt viele Haare. Ja, sie trocknete seine Füße und dann nahm sie das Gefäß mit dem kostbaren Öl und goss es über die Füße von Jesus. Dann ging eine Debatte los, die wir auch ab und zu hatten, während wir gebaut haben. Ist das nötig? Ist das nicht eine Verschwendung? Ist das, wie kann das sein? Sie haben das Materielle gesehen, aber sie haben nicht das Herz gesehen. Sie haben nicht die Wertschätzung gesehen. Und in Lukas 7, Vers 39 heißt es, der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Jesus wusste das. Jesus wusste das. Und gerade weil er es wusste, ist diese Geschichte sehr interessant. Wir sehen hier den Unterschied zwischen religiöser Gesetzmäßigkeit und der vergebenden Liebe. In der Dinnerparty. Einerseits das Gesetz, das kann nicht sein, das ist eine Sünderin, weg von hier. Und Jesus sagt, wunderbar, du möchtest Vergebung, meine Liebe reicht aus, dir zu vergeben. Sind wir nicht auch oftmals so gesetzlich unterwegs? Das geht nicht. Guck mal, wie der aussieht und guck mal da. Wenn so jemand kommt und sagt, Herr, vergib mir, die Liebe ist größer, denn alle Gesetzmäßigkeit, die Liebe ist größer, denn alle Sünde. In der Liebe Gottes, wenn wir zu ihm kommen, ist Vergebung. Amen. Hast du schon mal Vergebung gebraucht? Oder haben wir hier lauter Perfekte? Der Pharisäer war über die Reaktion Jesu sehr verwundert. Seine ganze Gewohnheit war zerstört.
Sowas geht gar nicht. Wer hat die reingelassen? Und dann noch diese Show und all das. Das ganze Protokoll war kaputt. Ja, die Pharisäer zu der damaligen Zeit, die saßen gerne auch in der ersten Reihe. Wir lesen es in verschiedenen Stellen, wo Jesus geheilt hatte oder Jesus gesprochen hat, waren die in der ersten Reihe, auch dort, wo die blutflüssige Frau geheilt wurde. Die Pharisäer waren immer vorne dran und haben immer geschaut, was könnte hier falsch sein. Sie haben sich nicht gefreut über eine Heilung. Sie haben sich nicht gefreut über einen Menschen, der Buße getan hat. Sie haben sich nicht gefreut über irgendwie etwas, sondern haben nur geschaut, dass alles ordentlich nach den Gesetzen abläuft. Ja, Pharisäer, Sinnbild für Religiosität und für Gewohnheiten. Und sie haben wirklich den Bezug, die Pharisäer, zur Realität verloren. Zur Realität, zu den Menschen verloren. Und Jesus kam nicht zu den Pharisäern oder für die Gesetze, sondern er kam für die Menschen, er kam für dich. Jesus kam für dich. Die Frau hat das Herz Gottes zutiefst bewegt. Nicht der Pharisäer. Diese Frau hat das Herz Gottes zutiefst bewegt. Und das ist wirklich, ihr Lieben, das ist wirklich was ganz Besonderes. Es floss Vergebung und Liebe floss zurück. Ihr Lieben, Vergebung und Liebe, Gottes Liebe floss zurück. Eines der schönsten Anbetungshandlungen der Bibel. Eine Prostituierte tut Buße, gibt ihr ganzes, was sie hatte, ihre ganze Wertschätzung. Sie konnte nicht mehr geben wie sich selber und alles, was sie hatte, gab sie Jesus und hat Vergebung bekommen. Was für eine wunderbare Geschichte. Was? Jesus war davon so bewegt, teurer, in einem teuren Alabasterglas, wie ich schon sagte, das ist jetzt eine Glasflasche, aber Alabasterglas, ein Jahresverdienst. Von einer Frau, die nur den einen Wunsch hatte, egal ob ich hinausgestoßen werde, egal ob ich von den Gesetzlichen verurteilt werde, ich möchte meine Wertschätzung Jesus geben und möchte seine Vergebung bekommen. Und wir lesen da in Matthäus 26, Vers 13. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Es steht nicht viel von den Pharisäern drin. Das meiste, was drin steht in der Bibel, ist, dass sie Zoff gemacht haben, dass sie gegen Jesus waren. Aber eine Sünderin, wo heute noch Christen auch sagen, boah, ist das eine Sünde, die die getan hat und sowas schafft es in die Bibel. Hier haben wir gerade das Wort vorgelesen. Jesus wollte das zeigen. Nicht die, die sich gerecht fühlen, sondern die, die Vergebung bekommen. Wie viele fühlen sich gerecht? Ja, ich bin Christ. 30 Jahre, 40 Jahre. Was will denn der? Was will denn die? Die sollen doch erstmal auf die Reihe kommen. Ich sage dir, Jesus sieht nicht die Jahre. Jesus sieht nicht dein gesetzliches Handeln, sondern Jesus sieht dein Herz. Ist es verhärtet oder ist Liebe drin? Wie begegnest du Jesus? Diese Frau hat alles gegeben, um das Herz des einen zu gewinnen, den sie anbetet. Wie sieht es mit dir aus? Ihre ganze Sehnsucht war Jesus. Sie hat alles. Sie hat alles gegeben, um dem einen zu begegnen, um Jesus zu begegnen, um seinem Herzen zu begegnen. Wie bist du heute hier in der Kirche? Wie bist du heute an deinem Platz, wo du gerade
vorm Handy sitzt oder vorm iPad oder was auch immer du hast. Wie ist deine Haltung? Schau mal wieder eine Predigt an von Karlsruhe. Und nein, bist du wirklich da, um während du zuhörst, sagst, Herr, ich möchte dein Herz jetzt gewinnen. Ja, das habe ich. Viele wissen ihr Datum, wo sie Ja zu Jesus gesagt haben. Wunderbare Sache. Aber wie sieht es jetzt aus? Möchtest du jetzt im Moment das Herz von Jesus gewinnen oder eine gute Predigt hören? Ich sage dir, habe Sehnsucht nach Jesus. Wertschätzung, ich sage euch, Wertschätzung ist alles geb ich dir. Unser Chor hat früher ein Lied gesungen, das geheißen hat, alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, dir, mein Herr und Heiland, alles gebe ich dir. Und ihr Lieben, das ist nicht nur das Lied, sondern das soll deine Herzenshaltung sein. Es soll deine Herzenshaltung sein. Jesus, nimm dir nichts weg. Alles gebe ich dir. Der macht wieder eine tolle Opferpredigt fürs Mission. Sagt, nein, ich rede nicht übers Geld. Ich rede hier über das, deine ganze Wertschätzung, dein ganzes Ich, vielleicht auch irgendwas Materielles, vielleicht, dass du jemandem hilfst und so weiter. Das, was du geben möchtest, das, was Jesus von dir möchte, das wird er dir zeigen. Jesus nimmt dir nichts weg. Ja, wenn ich was gebe, habe ich es nicht mehr. Er gibt dir zurück, indem du gibst. Weißt du das? Er gibt dir zurück, indem du gibst. Diese Frau hat alles gegeben. Und sie hat die Vergebung bekommen und alles, was damit in Zusammenhang hängt. Anbetung. Ohne Opfer, ohne dass mich Anbetung was kostet, bleibt ohne Auswirkung. Anbetung, die nichts kostet, bleibt ohne Auswirkung. Anbetung, wo ich nur sage, ach ja, jetzt wird gebetet, ich bete auch. Herr, du weißt, das fehlt mir, Herr, du weißt, jenes fehlt mir und das brauche ich auch und jenes auch. Und Herr, warum hast du das nicht? Und Herr, bitte das und Herr, bitte das. Amen. Das ist ein Gebet, das du beten darfst, aber das ist keine Anbetung. Anbetung ist wirklich Vordringen zu dem Herzen unseres Herrn. Und Anbetung kostet etwas. Anbetung kostet dir vielleicht deine kostbare Zeit. Es kostet dir vielleicht was sein zu lassen, wo dir wichtig ist, in diesem Moment, wo du sagst, anstelle ich jetzt meinen gewöhnlichen Kaffee trinken, nehme ich diese Zeit und bete Gott an. Anbetung kostet was. Wenn Anbetung nichts kostet, ist es eigentlich keine Anbetung, es ist ein Gebet. Wie gesagt, nicht falsch, aber wir wollen doch auch anbeten. Und in der Bibel habe ich einen Vers gefunden, das hat David gesagt, 2. Samuel 24, 24. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts kostet. David hätte die Möglichkeit gehabt, auf der Weide, ein Tier zu führen. Ach, das humpelt. Das kann man nehmen, weil das ist nicht mehr wertvoll. Das kann ich nicht mehr verkaufen. Nein, wenn Anbetung uns persönlich etwas kosten darf, werden wir Reinheit in der Anbetung entdecken. Hast du schon mal in der Anbetung Reinheit entdeckt? Wisst ihr, das Herz Jesu zu erreichen, da kommt Vergebung. Wie diese Frau ihn angebetet hat, der erste Akt war die Vergebung. Also auch die Reue. Sie hat ja so geweint. Und dann kam die Vergebung und dann hat sie das Herz Gottes berührt, das Herz von Jesus berührt. Und wenn Jesus vergibt, bist du rein? Sie hat diese Reinheit erlangt. Reine Anbetung wird von der Liebe angetrieben. Nicht von deiner Liebe, sondern die Gottesliebe in dir. Die Herz-zu-Herz-Liebe ist die wahre Anbetung.
Reine Anbetung ist dein Herz mit dem Herz des Vaters. Das ist reine Anbetung und Liebe pur, wenn dein Herz mit dem Herzen des Vaters redet. Jesus stellte Petrus die Frage und ihr seht hier, Liebe hat einen großen Stellenwert in unserem Glauben. Jesus stellte Petrus die Frage, liebst du mich? Er hat nicht gefragt, warum machst du immer so viel Blödsinn? Hätte er auch fragen können. Er hat gesagt, liebst du mich? Ihr seht, wie die Liebe so was Wichtiges ist. Durch seine Liebe ist dir die ganze Autorität gegeben, die du hast. Bei allem, was du bist und kannst, zählt nur deine Liebe zu Jesus. Ich frage dich, bist du ein Mensch, der sein Alabasterglas ausschüttet und zu Jesu Füßen sitzt? Und ich sag dir, wenn du das tust, leuchtet das Feuer der Liebe aus deinen Augen. Es ist nicht, ich weiß alles, ich weiß, wie der Vers heißt, ich weiß, wo das steht und das und jenes. Nein, das wussten die Pharisäer auch alles. Nein, sitzt du wirklich zu den Füßen von Jesu? Die Kraft der Anbetung fließt aus der Reinheit und nicht aus deinen Leistungen. Und ich sage dir, sei mit Liebe verwurzelt oder in der Liebe verwurzelt. Die Reinheit enthüllt die Wahrheit. Und wir wollen alle die Wahrheit erleben. Was beten wir wirklich an? Und oftmals ist hauchnah daneben. Manche beten die Anbetung an. Boah, das ist mir das Liebste und das. Manche beten den Lobpreis an. Nichts Besseres wie Lobpreis. Manche beten Unterhaltung an. Ja, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann möchte ich unterhalten werden und so weiter. Ich sage dir, das ist hauchnah daneben. Bete in der Anbetung Jesu an. Bete Jesu an. Es ist nichts gegen Lobpreis zu sagen, aber Lobpreis ist das Mittel für die Anbetung und nicht der Lobpreis soll anbetet werden. Wahre Anbetung wird nicht durch eine Art oder Musik oder durch Lautstärke oder irgendwas definiert. Jeder macht das, wie es ihm wohl ist, aber das ist nicht die Anbetung. Das kann sein, das darf sein, das sieht schön aus, alles gut, aber Anbetung ist Herz zu Herz mit dem Vater. Ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen, Johannes 4, Vers 23. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Im Geist und in der Wahrheit. Wertschätzung, Vergebung. Dem Teufel ist es egal, ob du religiös bist. Ist ihm total egal. Dem Teufel ist es egal, ob du moderne oder altmodische Lobpreismusik magst. Dem Teufel ist es egal, ob der Lobpreis professionell ist oder mit einer Gitarre in der Hand und so gut du halt singen kannst. Das ist dem Teufel total egal. Er hat aber ein Problem. Wenn du eine ungeteilte Hingabe zu deinem Herrn hast. Er hat ein Problem, wenn dein Herz so rein ist, dass die Kraft aus deinem Herzen fließt. Er hat ein Problem, wenn du Gott im Geist und in der Wahrheit anbetest. Wisst ihr, weshalb er ein Problem hat? Weil dann hat er null Anrecht an dir. Er hat null Möglichkeiten, irgendwas an dir zu tun, weil da, wo Reinheit und Wahrheit ist, hat er keine Grifffläche. Ich habe das schon mal so demonstriert, wenn ich es jetzt, ich hatte es nicht vor zu sagen, aber wenn ich das vorweg gewusst hätte, hätte ich es mitgebracht. Ihr Lieben, nimm mal eine nasse Seife und drück die Flut dir durch. Und so, in solcher Situation bist du dann. Wie sieht dein Herzschlag der wahren Anbetung aus?
Wenn unser Herz nicht anbetet, wird es aufhören, lebendig zu sein. Ja, wenn du keine Herzensbeziehung hast, ich sag dir, dann wird dein Herz nicht mehr lebendig zu sein. Komm, komm wirklich, komm zum Herrn. Ich sag dir, das ist so wichtig, komm zum Herrn. Kommst du zur Anbetung mit der Absicht, dein Alabasterglas zu opfern? Fragezeichen. Du musst jetzt nicht ein Alabasterglas mit Öl kaufen. Das musst du nicht, aber du weißt, was mit gemeint ist. Was ist deine Wertschätzung, wenn du vor Gott trittst? Was ist deine Wertschätzung, wenn du in den Gottesdienst kommst und vor Gott trittst? Ich sag dir, gib ihm alles und er gibt dir alles zurück. In seiner Dimension. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.